so, plötzlich kam der Schneidmann vor dem Gericht hinterlaufen. Ja? Und dann haben wir geschrieben, sie möchten das lassen. Ja? Sie möchten die Termine verschieben. Weil wir kommen nicht an unseren eingelagerten Umzugssachen ran. Ne? Wo unsere ganzen Beweise sind. Nur die Rostocker Gerichte und die Socken, die Stasi-Richter, wussten ja, dass in Rostock schon unsere ganzen Beweise vernichtet wurden. Das wussten wir ja nicht. Das Sozialamt hat ja schlecht behauptet, dass das alles auf dem Lager ist. Alles, was drin verboten ist. So, und dann haben sie uns gearbeitet. Und dann war das auch so, dass man immer Urteile gleichgebracht hat. Ich weiß nicht, um was es geht dabei. Und dass dann gleich hier Widerspruch und Einspruch und so, das war schon erledigt. Das hat man dann so verzögert, dass wir das dann erst so spät kriegen. Hier in Frankfurt. Das will ich dann machen. So, und dann hatten wir Gerichtstermine, dann haben wir vom Sozialamt dafür kein Geld gekriegt. Eiskalt kein Geld. Aber da wäre ich also gerne nochmal hingefahren. Das hätte ich mir doch gerne nochmal angeguckt, ne? Oder nicht? So, dann haben sie gemerkt, dass wir dahin wollten, das haben sie erstmal so gesperrt. So, und dann konnte ich mich da ja gar nicht mehr bewegen. So, sie sehen ja, wie fett wir da waren und wie total unter Drohne und was weiß ich, wie wir da standen. Also denken, gucken sich das mal an, die Bilder. So diesmal ist da alles kalt rumlaufen. So diese T-Shirts, die wir da haben, die haben uns hier was gerichtet. So, und alles andere, man hatte das schon irgendwo zwischengelagert, haben wir dann erst hier nach und nach ein bisschen bekommen. Ne? So meine Kinderfotos und so, was da zu sehen ist, hat man aus dem Fotoalbum von meinen Tanten rausgerissen. Ne? Da ist von meinen beiden Tanten. Eigentlich habe ich ja drei Tanten, also Tante Annegret, die haben sie ermordet, ich glaube 59 oder so. Planmäßig beseitigt, das wäre meine älteste Tante gewesen. Großtante gewesen. Also Kinder von meinem, vom Bruder von meiner Oma. Ja? Das müssten Großtanten sein. So, und da haben sie was aus Fotoalben rausgerissen. Als wir, glaube ich, 2010 vermeldet haben, oder natürlich schon 2009, dass wir keinerlei privaten Fotos haben. Ne? Auch von unserer Hochzeit, wo noch ein Hochzeitsbild. So, wer hat das? Man hat doch Hochzeitsbilder. So, trauen Sie uns das auch zu, dass wir auch nicht haben. So, das sind alles so eine Sachen, das fällt natürlich auf als internationale Sicherheitsdienste. Wenn man vermeldet, man hat keine privaten Fotos. So, wir haben keine privaten Fotos vom Geburtstag oder irgendwas anderes, weil die anderen auch immer wieder mit drauf waren. Weil die haben sich mit uns immer gern fotografieren lassen. Als Erinnerung, ne? Für sie. Aber wir sind ja die Idioten. Das ist so eine deutsche Schmerzfrage. Ich gesehen wurde, dass wir da ja, das ist super. Ja, und deshalb haben wir auch keine Fotos. Dann haben sie das gerade aufgerissen. Also nehmen Sie Ihre wertvollsten Fotos mit. Weil der Mensch lebt auch von seiner Erinnerung. Ja, mehr kann man nicht lernen. Mehr bist sicher. So, und alles kleine, wertvolle, was sie da mitnehmen können, wenn sie noch ein paar Uhren haben oder so, nehmen sich die auch mit. Oder? Die haben sie garantiert nicht mehr gehabt. Ja, ich habe im Prinzip ein bisschen Uhren gesammelt und so. Und nicht professionell oder so, oder? Da ist auch nichts angekommen, ne? Oder meine Füllersammlung. Ich weiß gar nicht, wann sie die das erste Mal gefunden haben. Ich habe das auch noch mal wieder vorgefahren. So, bei mir war das so schlimm, die haben meine Waffensammlung gestohlen, die Waffensammlung von meiner Frau. Meine Frau hat ja Waffen gestohlen. Da kümmert sich dieser korrupte Staat gar nicht drum, ne? Der da ja so hinterher ist, ne? Dass sie früher illegal Waffen haben in Deutschland, wenn man denkt. Aber das habe ich natürlich gleich als erstes gesagt. Da kümmert man sich gar nicht drum.
so. Und diese, der dafür gesorgt haben, dass wir dann weggingen, auch nach 96, das habe ich auch noch erzählt, dass ich noch mal gesagt habe. Weil wir hatten noch alles, ne? Ich habe da ja Münzsammlung, Briefmarkensammlung noch einmal gehabt. Und dann ja auch Goldmünze bei Planmäßig, ne? Da denke ich das erste Mal die ganze Münze gekauft. Also wir hatten ein super schönes auch Bargeldvermögen. Alles andere dadurch, ne? Im Prinzip hat man sich voll vergleicht. So, und heute wissen wir, wie man es gemacht hat. Man hat uns einfach unter Hypnose gesperrt, dass wir da fliehen. Dass wir das machen. Ne? Man hat uns suggeriert, wir kriegen dann auch unser Recht zu. Genauso wie man das gesperrt hat, dass ich dann nicht rüberging hier mit Goldmünze und eingekauft habe. Für uns. Wir haben gehungert. Also auch so stark kriegen, dass wir so hausern voll, dass man dann nicht logisch denken kann, dass man dann einfach hungert. Obwohl man eine Münze an der Karte legt. Oder wir auch hätten was verkaufen können. Ein Pfandleiher oder so. Es war doch genug da. Wofür man Geld kriegt zum Essen. So wird man dann beeinflusst. Das möchte ich auch nicht, dass ich hier hätte. So, und schön, dass Sie daraus lernen können. So, und wir sind auch interessiert, von Ihnen zu lernen. Wir haben andere Sachen erlebt und wir wissen auch lange nicht alles. So, wir sollten zusammenarbeiten, lassen sich ruhig von uns bezahlen. Im Moment ist das auch eine Ordnummer. Ja. Wenn das denn vorbei ist und wir rankommen an unser Vermögen, haben Sie Geld und Grundvermögen, wo Sie sich was aufbauen sollen können. Ja, ja, warum machen wir das? Weil wir wollen, dass Sie das schaffen. Ne? Sie sollen sich hier durchsetzen, der Gesellschaft nicht so ein Geld geben. Und Vermögen und so weiter. Und die Gene ihrer Kinder. Und nicht diese Verbrecher. Ne? Deshalb machen wir das. Und alles andere habe ich ja schon mal gesagt. Ohne diese erste Notion hätten wir das nie mehr rausgekommen, was wir gemacht haben. So, und wie wir dann einfach immer uns da jetzt sollte das ja auch wieder verstehen, wie wir uns die Unterbrechung machen.